Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Chill. Wir sind hier stehen geblieben in dieser Stadt. Wir wollen eigentlich mit der Route weitermachen, aber bevor wir das machen, gibt es Neuigkeiten. Yeah! Und zwar zwei neue Dinge. Wir haben zum einen ein Ei im Inventar. Und endlich das Zucker-Item, was ich wollte, nämlich das Zuckerherz. Es gibt viele verschiedene Zucker-Items, die werde ich euch entweder einblenden oder in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr selbst gucken, was es gibt. Und zwar, anstatt dass man Hokumil ganz normal wie alle anderen Pokémon ein Item, oder was heißt mit allen anderen Pokémon? Mit allen anderen Pokémon, die ein Item tragen müssen zum Entwickeln, entweder ganz normal levelt, müssen wir Hokumil mit dem Item drehen. Was? Ja, wir müssen uns einfach auf der Overworld so drehen. Ihr habt ja die Pose schon gesehen, das habe ich ja schon mehrmals gemacht. Und es gibt verschiedene Drehungen für verschiedene Beeren, für verschiedene Geschmäcker. Ja, da sehen die alle eigentlich relativ gleich aus, nur dass die oben ein anderes Zucker-Item haben. Und ich wollte unbedingt das Herz haben, weil ich denke, das passt am besten. Hätte ich jetzt in den nächsten Folgen nicht bekommen, hätte ich einfach die Erdbeere genommen. Das wäre für mich auch okay gewesen. Und ich blende euch das auf jeden Fall mal allen hier. Die Tabelle, wie sich Pokusan entwickelt. Und zwar Vanillecreme im Uhrzeigersinn für weniger als 5 Sekunden gleich drehen. Ruby Cream gegen Uhrzeigersinn das gleiche machen. Also das hier ist Uhrzeigersinn und das ist gegen Uhrzeigersinn. Das denke ich wissen wir alle. Karamellmix ist das gleiche im Uhrzeigersinn drehen, nur für mehr als 5 Sekunden. Das ist wichtig. Am besten vielleicht 10 Sekunden oder so. Macht das einfach für eine Weile. Ruby Mix, das was wir haben wollen, gegen den Uhrzeigersinn mehr als 5 Sekunden drehen. Und Matcham Cream, Salz Cream, Zitronen Cream und Minz Cream. Das ist das gleiche alles wie oben, nur in der Nacht. Das heißt, in der Naturzone ist der einzige Ort, wo es Nacht wird, weil das irgendwie seltsam ist. Egal. So, wir wollen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Ich habe Angst, dass ich das jetzt verkacke, weil ich habe es vorhin verkackt. Und wir drehen uns und wir drehen uns und wir drehen uns und ich hoffe, ich verkack's nicht. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Sind es schon 5 Sekunden? Ich drehe. Oh, verdammt, habe ich es richtig gemacht? Waren das 5 Sekunden? Ich hoffe doch. Auf einmal entwickelt es sich. Seltsame Entwicklungsart, ich weiß, aber wenn ich es richtig habe, wird es jetzt leicht rötlich. Das leicht rötlich meinte ich nicht. Das ist es nicht. Gegen den Uhrzeiger sind mehr als 5 Sekunden drehen. Das ist Ruby Cream. Verdammt! So, haben wir es jetzt geschafft? Yes, wir haben's! Okay, das hat ein wenig gedauert. Ich sehe schon ganz leicht in den Rändern, das ist es, ne? Yep, das ist das, was ich wollte. Huh, hat lang gedauert, aber wir haben's endlich. So, unser Ei wird sie auch bald, schlüpfen. Verzierung, das ist eine neue Attacke, was ist denn das? Verzierung. Durch Verzierung werden der Angriff und Spezialangriff des Ziels stark erhöht. Hört sich ja nice an. Müssen wir Säurepanzer wegmachen, würde ich sagen. Ich denke, das ist ganz okay so. Wie findet ihr eigentlich Pokusan und welche Form ist eure Lieblingsform? Schreibt es mir gerne rein. Ich habe ja, wie gesagt, die Tabelle unten verlinkt. Die paar Dinger da. So, und da haben wir es. Das, was ich haben wollte, sehr, sehr zuckersüß, haha. So, das packen wir jetzt erstmal ganz vorne hin. Weiß, wen ich damit kämpfen sehen will. Und unser Ei sollte jetzt im Moment schlüpfen. Damit ich euch zeigen kann, welches Pokémon es ist. Und das werde ich dann offscreen in der nächsten Folge ein wenig trainieren. So, auf nach, ich habe die Shop-Namen wieder vergessen. Aber egal, wir gehen hier lang. In den düsteren Wald, im Würscheinwald. Und da ist ein Bämon. Wie cool. Die Musik. Spooky. Hallo.
Hat der Angst vor mir? Oh. Das ist ein Bärmon. Hat sich versteckt. Und es wird gegen uns kämpfen. Bärmon. Und da haben wir es. Ihr seht es nicht süß aus. Ich finde es richtig cute, das Bärmon. So, wir wollen es natürlich hier fangen. Das Bärmon. Es ist, glaube ich, Typ Fee und Licht. Falls ich mich richtig erinnere. Man hat Bärmon tatsächlich schon auf der E3 Emo gesehen. Anscheinend bin ich effektiv. Das war jetzt Zufall tatsächlich. Sorry, Bärmon. Ich wollte dich eigentlich fangen. Es tut mir echt leid. Da müssen wir wohl das Pokémon nochmal austauschen. Ich würde sagen, wir machen Primona rein. Primano rein. Mal natürlich. Das ist das falsche Pokémon. So. Und das Ei sollte jetzt auch nicht mehr schlüpfen. So, wir können die Farbe zweimal ändern und dann passt. Okay. Da ist ein Pokémon. Was ist es denn? Was gibt's denn hier so? Bärmon? Bärmon! Oh ne, es ist die Weiterentwicklung. Pelzebub. Die wollte ich jetzt nicht. Eh zu überlevel das Vieh. Ich will so ein Pelz. Pelzebub nicht. Ich will so ein Bärmon. Oh, das Ei schlüpft. Und es ist ein Gala Corazon. Das kommt nämlich in unser Team, wie ich schon letzte Folge sagte. Yeah, der gute Max hat mir nämlich ein Ei zubereitet hier. Und jetzt haben wir es. So, der englische Name ist viel besser als der deutsche Name. Also, von der Weiterentwicklung, der englische Name, der heißt Corsola. Also so eine Mischung von Corsola, aber mit Fluch, weil das ist ja so ein Geist. Und deshalb nenne ich das Corsi oder irgendwie sowas. Corsi, weil das hört sich cute an. Und keine Ahnung, yeah. So, habe ich jetzt eigentlich im Team? Nee, oder? Doch, ich hab's im Team. Gut. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Bärmon fangen, ne? Irgendwie sowas wollte ich doch gerade. Hier gibt's keinen Pokémon, aber hier. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Okay, vielleicht kriegen wir es ja noch. Man kann die alle antatschen. Cool. So, ich glaube, in diesem Wald gibt's sogar noch ein Pokémon, was unser Team kommt. Und ich weiß aber nicht, wen ich raus tun soll dafür. Oh Gott. Bärmon! Bam, bam, ah, ah, ein wildes Bärmon. Dum, dam, da, dam, du, dam, dum. Bärmon hat sogar eine Giga Dynamax Form, die ich persönlich sehr seltsam finde. So, ich hoffe, das kriege ich nicht sofort, weil ich bin eigentlich nur ein Level über ihm. Warum hat er so eine schlechte Verteidigung? Nur weil er noch in der ersten Entwicklung ist. Verdammt. Corsi Level 9 direkt. Erstauner erlernt. Nice, nice. Ich weiß nicht, wann sich das Ding erlernt, entwickelt. Ich denke mal, in dem gleichen Level, wie wir sind. Das bist du. Du bist die Weiterentwicklung, oder? Pelzebub. Nee, da haben wir's. Ponyta. Das kommt nämlich ins Team auch, ja. Ich weiß noch nicht, wen ich wegtun soll. Aber ich will es einfach schon, seit ich es gesehen habe, ins Team. Oh, ich weiß aber nicht, wen ich raus tun soll. Das ist so die Frage. Bei Primano wird niemals aus dem Team kommen. Genauso wie Inteleon. Die beiden sind stuck, die kommen nicht raus. Aber wir haben ja ein paar andere Pokémon. Und Corsola habe ich eigentlich auch keine Lust rauszutun. Ich weiß nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch überlegen, wen ich raustue. Und irgendwie kriege ich es gerade nicht gebacken, das Vieh zu schwächen. Ich hoffe mal, Cremi kriegt das hin. Sonst haben wir ein leichtes Problemolo. Ja. Ich find's so süß in dieser Form. Hat sogar hinten so eine Schleife. Oh, Volltreffer, genau. Aber ich will so einen Gala-Galoppe haben. Das sieht richtig sick aus, Leute. Heilwoge, och nö. Jetzt sind wir beide. Ach so, wie es ist, oder wie? Warte, warum hat mich das jetzt geheilt? Ich dachte, jetzt macht er das so, dass wir beide noch die Hälfte haben oder so.
Okay, danke. komm mal ins Team. Zeig mal, wie loyal du bist. Bleibst drin? Ja, oder? Sieht so aus. Nein, nicht ganz. Ja, nochmal angreifen will ich es nicht. Ich versuche nochmal mit einem Pokéball, ansonsten versuche ich es mit einem Superball. Ich glaube, mittlerweile können wir schon Hyperbälle kaufen, oder? Oder noch nicht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Bleibt es jetzt drin? Yes! Pokébälle sind sogar richtig gebufft hier in diesem Spiel. Kursi will Aussetzer erlernen, Süße. Klar, kannst du das. Dafür können wir ja Härtner wegtun, weil... Ah, warte, Härtner ist auch gut für Kursi. Ich bin dumm. Weil das Vieh hat ja kaum... Rüstung. Aber dafür soll es halt sehr stark sein. Okay. Ponita. Pony. Wir nennen es Pony. Weil, keine Ahnung, sehr kreativ halt. Pony. Süß. In mein Team. Wer soll aus meinem Team geschickt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich Zwolok irgendwann raustun werde für ein anderes Pokémon. Da weiß ich noch nichts zu sagen. Aber wen tue ich denn für Ponita rein? Das Ding ist, bei Cremie, ich will erstmal gucken, ob Cremie sich lohnt, weil sonst werde ich Cremie mit Ponita setzen, weil die haben gleich beide, in der Weiteren, weil Galopp hat den gleichen Typ wie Cremie, nur eine mehr. Oder? Ich glaube, der hat sogar gleiche Typen wie Primano. Cremie und Pony. Das werde ich dann privat nochmal entscheiden. Vielleicht sogar, tue ich sogar Cursi doch raus. Das wäre kacke. So, nächste Folge werden wir uns dann darüber entscheiden. So, was für Pokémon bist du? Bist du Bärmon? Was, ich kann man Primano fangen? Ehrlich? Lolli. Interessant. Okay. Ich folge es noch nicht lang, circa 10 Minuten. Hier ist ein Trainer. Hi, was geht? Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze ja leuchten, wenn man sie berührt? Ja. Küchenchef Altern. Alter! Okumil! Willst du es kochen oder was? Da fand ich aber nicht okay. Primano, du musst jetzt mal hier regeln. So, wer kann ich eigentlich noch vor uns entwickeln? Nur Primano, ne? Und Cursi. Und Cursi. Ja, ja. Süße. Rokumil. Ich glaube, da kann Cremi uns unter die Arme greifen. Habe ich recht? Und ich weiß, dass ich fast nur vielen Pokémon am Ende habe, aber... Ich guck mal, wie ich das regel. Weil eigentlich will ich keine Pokémon aus dem Team nehmen oder weiß nicht. Vielleicht habe ich am Ende irgendwie so eine Box-Team, dass ich die ganze Zeit Pokémon tausche. So, ich guck, was für Gegner kommen und dann tausche ich immer wieder das Pokémon aus. So spiele ich eigentlich mein Pokémon nicht, ja. Aber vielleicht mache ich es auch für diese Gen, weil es so viele Pokémon gibt, die ich unbedingt im Team haben will. Da ist das sehr schwer zu entscheiden. So, da ist die Fidown. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Kursi Level 13. Nice. Lamelux. Was ist das denn für ein Vieh? Hab ich noch nie gehört. LOL? Ein Pilz. Ein Giftpilz. Lamelux, hab ich noch nie gehört. Ich kenn das nicht. Hi. Sieht aber ganz cool aus. Ich mag das Design. Gigasauger. Oh nein. Das könnte locker so ein Gen 5 Pokémon sein, vom Design her. Oder was meint ihr? Aber in Gen 5 gab es ja schon so ein Pilz-Pokémon, das sogar so ein Pokéball-Design hatte. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ihr wisst wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Weil ich habe Gen 5 ja nie durchgespielt. Ich bin sogar vergiftet worden, was mich ein wenig triggert. So ein ganz klein wenig. Und finde ich so geil. Och, Mann. So vergiftetes Krimi, das ist keine gute Kombo, du. Okay, wechseln wir mal zu Inteleon und dann machen wir Präzisionsschüsse auf das Vieh. Also ist keine Chance mehr. Yeah. Oh yeah. Du hast keine Chance gegen mich. Ah. Ja doch, anscheinend schon.
Ups. Anscheinend hat das auch hohe Chancen. Stirb, Kartoffel! Heute nicht, heute stirbst du. Ah, Hilfe, I am dead. Okay, das war eine dumme Entscheidung, den Talion rein zu schicken, senden, tun. Lass doch Zwolok das Ganze regeln. Ich glaube, Zwolok könnte hier keine Probleme haben. Ist der Typ normal? Und wir können ja sogar eine Kampfattacke. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Ich weiß nämlich den Typen von dem Vieh nicht. Ich denke mal, Fee-Pflanze. Der sieht so aus, oder? Das ist Zucker. Oh! Boah, das Pokémon, das Vieh ist echt ekelhaft. Ähnlich wie mein Hotili. Okay, das Vieh ist echt ekelhaft, du. Meine Güte. Hör doch auf, ja, lass doch die Kackvergiftung. Ich will die Animation nicht sehen. Das mach einfach. Ich will angreifen. Das Vieh schnell zur Strecke bringen. Siehst du, das macht richtig viel Damage. Jetzt machen wir noch Bodycheck, dann macht das etwas mehr Damage. Dann kriege ich zwar vielleicht 10, 20 KP weniger, so Schaden halt allgemein, aber ist dann halt so. Habe jetzt keine Lust auf diesen dummen Kampf. Bodycheck! Und down, da geht er down. Epic. So, Level für Zwolok und Kursi. Groll. Mensch, was hast du für Attacken hier? Ja, weiß nicht. Ist das so wichtig? Weiß er nicht. Braucht man das? Ja, nee. Eigentlich gerade keine Lust drauf, die Attacke. Sorry, ne? Als ob ich jetzt noch in der Vergiftung sterbe. Oh mein Gott, fast. Fatality. Ah. Fatality. Ich hätte, da sehen wir selber noch. Das kommt dann in Schwert hundertprozentig in unser Team. Bei uns aber hier Polita. In Schild. Das hier. Ihr wisst alle schon, was die Weiterentwicklung ist. Fatality ist aber ein richtig cooler Name. Fatality. Weiß gar nicht, welchen Typ es ist. Ich glaube, es ist nur Geist, oder? Ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwie Stahl ist oder so. Ja gut, Stahl macht keinen Sinn, es ist Porzellan. Ich bin schlau. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur Geist. So, Grasmixer. Trifft immer und wir sind durch mit dem Kampf, oder? Ich glaube schon. Zack. Level up für Kursi. Okay. Ja, wir sind durch. So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pilze. Das mag sein, mein Freund. Angeblich soll es hier im Wirrscheinwald extrem seltene Pilze geben. Ich würde so gerne welche davon finden, um aus ihnen ein Curry zu zaubern. Okay, kann ich ja nicht durch, bitte? Hallo? Ich bin da durch! Kann man da überhaupt durch? Das sieht so aus, aber ich glaube, da ist tatsächlich nichts. Naja. Dann gehen wir erstmal zurück, unsere Pokémänner heilen. Tschutschum. Yeah, yeah. Wir radeln. Skur. Aus dem Weg. Spiel macht Spaß. Das Spiel ist sehr, sehr gut. Einer der besseren Pokémon-Spiele tatsächlich. Das sage ich jetzt schon. Aber ich finde, die neuen Pokémon, die lenken halt richtig davon ab, dass es nicht alle Pokémon in diesem Spiel gibt. Das finde ich halt so. So, wir haben ja noch Pony. Und das ist das kleine Johnny, das Pony. Ich hätte es Johnny nennen müssen. Egal, das ist weiblich, da macht es eh keinen Sinn. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Keine Insider am Rande. So, Routine habe ich auch keinen Bock, dass es rausgeht. Ich weiß nicht. Ich guck mal, dass, wenn Cremi zu kacke ist, dass ich dann Cremi raus tue, tatsächlich. Also eigentlich habe ich mich schon richtig auf Cremi gefreut, aber ich weiß nicht. So, macht das wirklich Sinn? Ich muss gucken, welche ich sonst raus tue. Das ist eine schwere Entscheidung, finde ich. So, gib mir mal noch einen Bärmon. Ich will nämlich eins fangen. Bam, 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 bam,
Bam. Das wird später zu so einem richtig haarigen Edgy-Bämon. Was eigentlich sehr cool ist tatsächlich. So, wir machen eine nicht sehr effektive Attacke, damit das noch am Leben bleibt. Ja, wow, der ist nicht so schwach. Boah, ja, wow, nee, dann kann ich auch ein ganz anderes Bummer nehmen. Dann kann ich auch, Zwolok reinschicken. Ich will Bärmon halt einfach mal fangen. Ich finde das Pokémon selbst einfach ganz cool, so. Ey, mach mich nicht wütend, Mann! Du diskutierst doch die Phrasen hier! Guck mal her! Kopflos mit meinen Beinen! Bam! Oh Mann, wieso stirbt das immer sofort? Boah, nächstes Mal schmeiß ich einfach sofort einen Ball. So ein Levelball oder sowas. Ganz ehrlich, das regt mich einfach nur auf. Jetzt kriege ich natürlich hier keins mehr, ne? Nee. Supi. Epic. Keins mehr. Aber hier gibt es nur noch eins. Hier war vorhin zumindest eins. Ja, ist noch eins. Wie findet ihr eigentlich Bämon, die Weiterentwicklung? Und wie findet ihr Bonita? Schaut's mal rein. Mit niedrigem Level. Aber hier war doch dieser andere. Finsterball können wir mal versuchen. Ist ein finsterer Ort hier, oder? Ich würde schon sagen, das ist ein finsterer Ort. Auch wenn da Pilze überall am Leuchten sind. Ich denke, das zählt aber für den Fall Finsterball trotzdem als finsterer Ort. Yes! Nice, nice, nice. Nice. Krimi Level Up Zauberschein. Das ist eine tolle Attacke. Ich bin dafür. Die Höhe der Heilung beträgt mehr. Achso, das ist Heilung, ne? Dann lass doch Aromakur wegmachen, ganz ehrlich. Ich bin nicht so ein Fan von so statusverändernden Items. Ich bin lieber so ein Fan von coolen Attacken. Ja. Bärmon ist sehr cool. Nehme ich aber nicht ins Team. Hat aber eine Giga-Entwicklung, nur so. Okay, lass mich nur. Erforschen wir den Wald doch mal ein wenig. Oh, da ist ein Item. Zwei Hyperheiler. Cool. Gibt es sonst noch was Interessantes hier? Oh, ein Pokémon. Das ist so ein Gras-Pokémon, okay. Hier gibt es nochmal eine Großwurzel. Verstärkt KP-stehlende Attacken. Da haben wir noch ein sehr gutes Pokémon für. Hier. Viel Spaß mit dem Item, meine Süße. So, mein Mikro will nicht mehr. Hallo, damit man mich schön hören kann. Nee. Ja, ich habe Angst, weiß nicht, was Pokémon sein wird. Hi, ihr beiden. Habt ihr vielleicht Lust, mir zu helfen, meinen Pokémon zu leveln? Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind hier mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit dir etwas verändern wird? Ja, ich denke mal nicht. Ja, ja, keine Ahnung. Mutprobenpärchen Marco und... Keine Ahnung. Voluna und Kirmia. Interessant. Ihr werdet jetzt von mir ersterben. Ja, ja, ja. Ulala. Was macht nochmal mehr Schaden? Psystreif. Und du machst dann einfach einen Kopfwurf auf. Niemals Kampfattacke machen, wenn normal auch gleich effektiv ist, weil normal macht mehr Schaden und irgendwie haben sich gerade die Trainer wenig weggewischt beim unsichtbar werden. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Oder ob ich mir irgendwas eingebildet habe. Das ist nicht sehr effektiv, aber zumindest verwirrt. Deshalb mag ich die Attacke so sehr, weil die verwirren kann. Trotzdem hat leider nichts gewonnen in diesem Moment. Lebenstropfen hört sich schlimmer an für mich. Ist es auch, denn sie heilen sich dadurch komplett. Ja, fast komplett neu. Verdammte Axt, ey. Auf Curlia. Macht das auf Curlia. Ich mach kopflos. Bam, auf Curlia. Und die Elf ist weg. Nice.
Was? Finesse? Fineschen? Oder was stand da? Nein. Süßstreich hätte auch eigentlich Intellion nehmen können für Vulnuna. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Gedankengut, dein Ernst? Ja, benutze bitte Gedankengut. Aber coole neue Animation. Oder was heißt neu? Aufgefrischt. So, Intellion darf mal rauskommen, Vulnuna kaputt schlagen und du machst jetzt Krull hier kaputt, Zwolok. So, Intellion. Yeah, ich bin voll cool. Ich bin kein Emo mehr. So, Kill ist down. Und wir kommen voran. Yeah. Brutini, Brimane und Kursi, Level Ups. Schön, schön. Ich weiß nicht, wann sich Kursi entwickelt. Ich schätze mal auch so Level 30 ungefähr. Finesher. Oder habe ich das immer falsch gelesen? Also mal. Ich schieße dich jetzt ab. I am dead. Ah. Yeah, boys and girls. Und crazy level ups. Nice, nice, nice. Mit einer Bahn fahren lässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Oh, du bist einfach so stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Tja. Sucks to suck. Hey, was geht, Freunde? Nichts? Cool. Haben sich doch gegen mich entschieden. Kann ich verstehen. Hier gibt's nichts. Aber schönes Licht. Hey, was geht? Wer ist denn da? Kopflop. Oh, wie süß, ein Servol. Wir dachten alle, dass es eigentlich ein Gala-Ordoch ist, aber es ist ein neues Pokémon, Servol. Und ich finde es eigentlich sehr toll. Servol ist sehr toll, muss ich so sagen. Spotlight, oh nein, bitte nicht. Deshalb würde ich es gerne fangen. Nicht ins Team tun, aber ich würde trotzdem gerne mal fangen. Es kann aber anscheinend nur Team attacken. Das ist ein weibliches. Die weiblichen haben ihre Hörner unten, die männlichen haben ihre Hörner oben. Wir haben auch meiste Zeit männliches gesehen im Pokémon Center. Das ist sehr effektiv. Bin trotzdem nicht stark genug, warum auch immer. Was, ob ich ein Level unter bin oder was? Das so viel Unterschied macht. Okay, es kann anscheinend nur Team-Attacken. Ich bin kein Fan von Team-Attacken tatsächlich. So, wir versuchen es mal mit einem normalen Pokéball zu fangen. Weil die kosten am wenigsten und ja. Ja, okay. Dachte ich auch so, nee, ich bin besser als das. Ja, hier kriegst du einen Superball. Besser habe ich nicht. Das ist mein bester Ball. Ja, ich bin trotzdem zu cool dafür. Na, wie du meinst, dann greife ich nochmal mit Zauberschein an. Ich hoffe, ich kill's damit nicht. Aromakur bringt aber nichts. Zack. So, nochmal Superball. Ansonsten versuche ich nochmal einen anderen Ball. Ja, einmal. Okay. Hat nur für einmal gereicht. Wow. Oh, es kann angreifen. Oh nein. Das ist aber nicht sehr effektiv, zum Glück. Okay, merken, Psychotanken sind nicht sehr effektiv gegen mich. Was war das denn gerade? Habt ihr das gehört? Na, wie auch immer. Versuchen wir unseren letzten Finsterball auf das Vieh zu werfen. In der Hoffnung, dass es klappt! Yes! So, ich dachte, ich habe meinen Finsterball verschwendet. Aber habe ich nicht! Nice, nice. Kursi kriegt sogar ein Level up und will Antikkraft erlernen. Ist eine mittlerweile ganz okay Attacke. Früher war sie richtig kacke, aber mittlerweile ist sie sogar ganz okay. Angriff mit antiker Kraft, der alle Schadenswerte erhöhen kann. Nicht schlecht, so eine Attacke. Normale Attacke für ein Geist-Pokémon will ich aber noch behalten, weil das ist sehr OP, das ist ein Geist-Pokémon. Coruscant ist übrigens nur Geist. Ich dachte, das wäre Geist-Eis, aber es ist anscheinend nur Dampf oder sowas. Trotzdem kann es Eisattacken erlernen, Dunkelnebel zum Beispiel. Ja, eigentlich will ich kein Tackle verlernen. Ich habe keine Gesteinattacken, deshalb würde ich sagen, lassen wir erstmal Aussetzer raus. Ansonsten, bei der nächsten Normalattacke werden wir Tackle auf definitiv raus tun, weil Tackle ist ja die eine der schlechtesten Normalattacken, wie wir alle wissen. Servol, sehr cute. Naja. Ja. Hier gab es nichts, ne? Obwohl, wir waren hier noch gar nicht.
Ah, das ist dieser Weg. Ich dachte, hier gab es nichts. Ah, doch, doch. Doch, doch, hier gibt es eine TM. Schnarcher. Das wäre was für... oh. Für, wie heißt das Pokémon? Das wäre was für Houtini. Oder was meint ihr? Nein, nicht so wichtig. Wir haben ja eigentlich schon gesagt, deshalb ist das eigentlich gar nicht mehr so wirklich sinnvoll. Naja, egal. Kämpfen wir mal gegen diese Trainerin. Die hat bestimmt coole Pokémon. Manche der Pilze, die hier wachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ja, ja. Da kommen Pokémon raus, die sich da verstecken. Naja, ich weiß Bescheid. Ein Servol, ein männliches, wie man sehen kann. Das hat die Hörner oben. Zwei Pokémon hat das. Hat sie. Mama Wirblast, nämlich eine sehr effektive Attacke. Und wir sind vom gleichen Level her und du bist eh nicht so effektiv gegen mich, aber ich bin trotzdem fast tot. Ich merke, ich sollte mal meinen Primano heilen. So, zack. Ich will nicht immer meinen Italian benutzen, auch wenn ich es könnte. Ich will mir so ein wenig die Challenge geben. Wenn ich schon keine habe, dann gebe ich mir diese Challenge, dass ich mit den coolen Pokémon, die ich neu bekommen habe, endlich mal kämpfen kann. So, schön aufgefrischt. Psystrahl ist nicht sehr effektiv, denn wir sind Typ Fee, Psycho am Ende. Aber jetzt gerade, glaube ich, sind wir nur Fee oder nur Psycho. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade echt nicht so ganz sicher. So, zack. Ach, Typen sind allgemein so verwirrend. Wirbla, Jung. Der will immer noch kämpfen. Ich habe sogar einen Volltreffer erzielt. Mensch, was willst du denn? Der will mich nochmal mit einem Psystrahl abschießen. Auf die orangene Linie bringen. Aber ist mir egal. Du stirbst jetzt, ob du willst oder nicht. Da geht's down. Nice, nice. Level up für Kursi. Noch ein weiteres Servoil, wahrscheinlich ein weibliches. Ne, immer noch ein männliches. Wow, wie langweilig. Säuse Stimme. Oh nein. Das ist normal effektiv. Okay, wisst ihr was? Das glaube ich mir zu lang. Scheiß auf die Challenge, das dauert mir echt zu lang hier. Intellion ist ja schon bald Level 40. Willkommen im Spiel, in dem Endspiel, dem Endgame. Naja, ich glaube, das Endspiel ist bei Level 70. So Finale ungefähr, Champion. Ich glaube, das ist Level 70. Bei den meisten Spielen ist es eh nur Level 56 oder so. Von daher ist es ganz nice, dass das Spiel etwas länger ist als andere Spiele. Trotzdem sehr kurz. So, das kannst du in einem Tag, zwei Tagen durchspielen, das Spiel. Zwei Tage, sagen wir zwei Tage. Primaro Level 34. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Ja, und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst für diese tolle Folge. Und vielleicht sogar ein Abo, falls ihr gerade neu seid. Hey, willkommen auf meinem Kanal. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge hier bei Pokémon Schild wiedersehen. Und dann werde ich mal, sobald wir in der nächsten Stadt sind, schauen, wie ich meine Pokémon handle. Wegen Pony. Haut rein!